Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Tales of Symphonia Chronicles. Ich bin das Sidemen Fix. Wir sind hier gerade in einer Anlage von den Rebellenleute. Ihr habt richtig gehört, unsere Tabas Verbündeten und jetzt eher würde ich sagen Feinde. In diesem schönen Hauptquartier sind wir und ja, wir versuchen hier die Rails zu finden, mit denen wir dann um die Welt rasen können und noch mehr Unheil verursachen können, würde ich sagen. Nee, natürlich die Welt retten und so ein Krimskram. Und nicht eine Welt, sondern zwei Welten. Ja. Oh, jetzt muss ich hier erst wieder einen blöden Block hinschieben für den Graf. Das ist ärgerlich. Naja, zumindest im letzten Part. Ich kann mir jetzt sogar die Kiste holen. Egal. So, im letzten Part haben wir die Codes herausgefunden, die wir brauchen, um die Tür zu öffnen, auf dem Weg wir dann eben zu den Rails kommen. Und ja, natürlich brauchen wir die Rails, um die liebe nette Colette zu retten, die ja von einem der Descents, der aber irgendwie Descents teilweise auch verriet, entführt worden ist. Mich ärgert so, dass dieser blöde Speicherkristall nicht geht. Ich würde hier echt gerne speichern, um ehrlich zu sein. Aber ich habe wirklich hier viele Gegner besiegt, oder? Also mehr als sonst und trotzdem kein Speicherkristall, das ist ärgerlich. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt so ein fetter Bossfight. Immer nach so einem Rätsel kommt erstmal ein fetter Bossfight. Ich tippe ja, wir müssen jetzt, keine Ahnung, gegen, also es war meine Theorie beim letzten Mal, irgendwie gegen Lord Botter oder so einen Typen kämpfen, weil, ja, es würde Sinn machen. Es ist ja hier eine Basis irgendwie und sie sind ja auch auf der Suche nach uns. Aber diesen Johann haben wir alleine, haben wir ihn ja schon mal besiegt. Oder? Nein. Nein, doch, Hammer, stimmt schon, passt. Doch, nee. Hä? Nee. Nee, warte, er war schon mal da. Haben wir gegen ihn gekämpft? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ich glaube, wir haben nicht gegen ihn gekämpft. So, egal. Trotzdem rüsten wir uns erstmal noch kurz aus, bevor wir in den Raum reingehen. Ich habe da so ein ganz schlechtes Gefühl. Warum kann er nicht einfach ein Speicherpunkt sein, der funktionieren kann? Blöd, Speichersicher. So, auf nach oben. Und, ich habe schon wieder das vergessen. Oh, ich habe mir gerade mal angeschaut, was das letzte Passwort war. So, die Macht es. Sterns ist der Glanz des Lebens. Sphäre wird entriegelt. Okay. Erstmal würde ich sagen, rüsten wir uns kurz aus. Oh, Leute, wisst ihr, welches Item mir echt in diesem Spiel fehlt? Ein Zelt. So wie man das eigentlich aus vielen anderen Spielen kennt. Einfach so ein Zelt, wo man sich ausruhen kann und dann voll Leben hat. Also, sowas, das fehlt mir ein bisschen. So, was soll ich eigentlich gerade machen? Urattacke. Nicht Urattacke. Text. So. Rain oder wartet? Genes, du kannst auch Heilzauber. Du bist eh nicht. Oh, warum hat der ein Leben? Hä? Ich benutze ihn noch nicht mal im Kampf. Genes. Wie du das schaffst, ein Leben zu haben. Auch wenn ich dich nicht im Kampf benutze. Respektabel. Respektabel, denke ich. So. Text. Rain. Recover. Nicht Recover. Nurse. So, jetzt geht's auch wieder gut. Außer ihr natürlich, weil sie jetzt natürlich keinen Mana mehr hat. Ich möchte keinen Charakter austauschen, ich möchte ihn hier nehmen. So, wir geben ihr jetzt noch ein Dings da. Orangengel. Oder gleich ein Zitrusgel. Warte. Was war das? Apfelgel? TP. KP. Oh. Okay, dann. Fast schon gegeben. So, gib mir ein Orangengel. Jo. Also ihr müsst mir das geben. So. Okay, und dann schauen wir mal, was hier uns in dem kleinen Raum erwartet. Bitte was Liebes, Nettes. Ein Kätzchen. Die Rails! So you've come, like moths to the flame. Do you ever say anything original? You gotta admit, that line is seriously cliché. I see your attitudes haven't changed, but your impudence ends here. Prepare to die. Ich wusste ja, dass einer von denen kommt. Aber sind es gerade... Nein! Wir müssen jetzt gegen beide von denen kämpfen. Wir werden so sterben, Leute. Alter! Das ist einfach mal übelst derbe. Okay, einer hat einen Kraftzug und ich bin hier schon halb tot. So, ich will... Lass mich Bot angreifen! Alter, ich visier den Typen 2000 Mal an und der greift ihn nicht an. Der macht die ganze Zeit seine scheiß Zauber und den will ich erstmal jetzt angreifen. Alter, werden wir hier fertig gemacht. Ich glaube, Leute, gleich ist der Zeitpunkt gekommen, wo Tales of Symphonia erstmal abgebrochen wird, weil wenn ich hier sterbe, habe ich keinen Speicher und kann das alles nochmal neu machen. Ich kann ihn noch verhindern, dass er seine Attacks macht. Unisono machen wir jetzt erstmal. So. Komm, futtern.
Bam! 672, nit. Okay, jetzt kommen wir erstmal wieder von. Einer muss mal kurz ein magisches Auge. Oh, Priscilla, du hast nur so wenig Leben. Warum hast du nur so wenig Leben? Wir dürfen sie nicht alle hier sterben lassen. So, was haben wir? Haben wir irgendwas Cooles? Müssen wir zeitweilig. Kraft zur Pizza. Bla bla bla. Schutz vor manchen Krankheiten, aber ja, schwächter Angriff, das ist auch nicht gut. Das bringt uns im Endeffekt gar nichts. Gegenwirkung für magische Krankheiten im Kampf, net, bringt uns aber alles nicht. Oh, Energietabletten sind geil. Das ist eigentlich auch geil. Boah, das sind ja echt coole Sachen. Wo habe ich die alle? Wo habe ich die her? Elixier! Ich weiß echt nicht, wo ich die ganzen Dinger her habe. So, wir kommen jetzt erstmal um Lobbotter, weil der, wie gesagt, schon. Alter, der 12.000 Leben, du verarsch mich. Oh! Okay, 12.000, ist eigentlich sogar akzeptabel. Aber das ist hier schon wieder 2. Hä? Was ist los? Dankeschön. Ich habe mir doch gerade hier selbst ein Item gegeben und ich weiß nicht, warum muss ich es nicht geben. So. Alter, oh, sie ist natürlich schon tot. Sehr schön. Okay, Wasser des Lebens. Wir haben ja 15 Stück. Das ist ja immer etwas. Und jetzt kommt er. Ja, geil. Das, genau das wollte ich eben verhindern. Dass eben beide uns angreifen. So. Sehr, wo bist du schon wieder? Du sollst dir erstmal hier ein Dings, einen Apfel geben. So. Ja, ich, einer muss mir mal einen Apfel hier schnell geben. Ich kann nicht mal mehr mich heilen. So. Komm, vor. Ich muss auf den Typen draufhauen. Auf den Typen müssen wir unbedingt draufhauen. So, Nurs. Danke, Rain, du bist so cool. Wie viel Leben? Alter, der hat immer noch 6000. Ach, super. Ich will gar nicht wissen, wie der andere hat. Das Schlimme ist, wir haben halt, Dingsda, Yuan noch nichts abgezogen. Wir werden so fertig. Wir werden halt so übelst gerade fertig gemacht. Das ist so grausam. Wir setzen erstmal magisch das Auge auf. Niemand auf. Bitte sag das irgendwie. Der eine hat 12.000 Leben, ich denke mir, nein, den werden wir nicht besiegen. Und der andere hat einfach nochmal 16.000 Leben. Warum bricht der einfach durch meine Abwehr durch? Mieser Sack hier. So. Alle 12 Sekunden einfach Gile reinhauen. Ich muss warten, bis ein blöder Kraftstoff fertig ist. So, aber er geht echt auf uns, das ist cool. Eigentlich kann man seine Attacken relativ gut ausweichen, wenn man es hinbekommt. Also es ist sehr gut. Gerade wollte ich sagen, es ist sehr gut, wie unser Team es macht, weil gerade war es zumindest so, dass hier bisher und Prusea und Dings, sie hatte ja keinen Mana mehr. Prusea und Zelos sich hier um den anderen einen Typ gekümmert hat und wir uns um den Rest. Wir brauchen unbedingt mehr von diesen starken Ehen. Das sind einfach zu viel zu wenig. Wie lieben hat der Typ denn noch? 200, war der hat nur? 275! Oh! Okay, dann ist er gleich besiegt. So, okay. Botter ist besiegt! Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ist so der richtig badass Yuan. Alter, schau dich einfach mal sein Schwert an. Das sieht schon hammer geil aus. Aber schau dich mal unsere Klingen an, die sehen jetzt auch golden. Die sehen auch nice aus. Einfach mal hier von jeder Attacke sich treffen lassen. Aber egal. So. Sehr schön. Greif ihn von hinten an, Silos. Sehr gut. Acuteness. Danke. Attacker. Sehr nice. Oh. Okay. Einfach voll auf ihn draufhauen, Leute. Jetzt. Also, gegen einen Gegner. Ach, falsch schon hin. Gegen einen Gegner hatten wir, ich würde sagen, in 90% der Fälle. Das ist richtig mies. Noch nie so ein großes Problem. Ich, also, naja, wir dressieren, also. Kein Problem ist jetzt das falsche Wort, aber egal. Es wäre mal sehr cool, wenn mir jemand ein Orangengeh zuwerfen würde. Ich würde sagen, davon kaufen wir uns auch mal ein paar mehr. Einen blöden Attack drauf. Zumindest dieser blöde Attacke kann man gar nicht ausweichen. Der hat so Assi-Attacken. So. Aber er hat nur noch 5000 Leben. Eigentlich ganz moderat, Leute. Also, der Kampf ist nicht leicht. Das alles. Scheiße. Die ziehen uns so. Alter. Oh nein. Nein, jetzt macht er das. Alter. Hallo, so sieht das. Instant tot einfach. Instant tot. Sehr nice. Sehr nice. Wasser des Lebens auf Rain. Ich bin auch tot, oder? Ich hab noch ein Leben. Ich hab genau ein Leben. Sehr nice. Jetzt hab ich kein Leben mehr. So. Ein Leben. So, wir brauchen jetzt erstmal Wasser des Lebens. Alter, die sind da. Hört auf anzugreifen. Hört auf den Sack anzugreifen. Ja, Alter, ich werd gleich wieder instant getötet, Mann. Warte, sie macht Nurse? Sehr nett. Jetzt muss ich den erstmal kurz ablenken. So, jetzt das haben eigentlich alle ganz gut Leben. So, ich würde sagen, aber sie wirft sich noch eine Roschengeh rein hier, Rain, damit sie uns dann nochmal heilen kann. Und wir hauen jetzt einfach nochmal alles drauf. Leute, er hat nur noch 2500 Leben. Also, weil, wenn er nochmal diese Attacke macht, müssen wir eindeutig abhauen davon.
sie tötet, instant töten. Also wenn alle Charaktere drin wären, wären wir instant tot gewesen. Also, das ist, ich würde sagen, leicht ist was anderes. Aber, komm, jetzt kommt doch erst... Ah, verdammt, jetzt habe ich schon wieder... Ah. Verstehst du? Manchmal Rain hat keinen Bock anzugreifen. Aber Leute, yes! Wir haben Jungen besiegt. Bäm! Ihr blöden Rebellen habt doch keine Chancen gegen uns. Zacka! Boom! Alter! 7.300 Erfahrung! 6.000 Ohr! Kalt! Richtig nice, Leute! Und ich fand, gerade plus 4,69. Das heißt, wir waren jetzt mal echt gut, Leute. Ja, langsam gewöhne ich mich so. Nach 20 Stunden gewöhne ich mich an das Kampfsystem. So, weiter geht's. Dann, auf die Rails, würde ich sagen. Impossible! How could I lose? Lloyd, your X-Sphere. To think that it's really evolving. My X-Sphere? What's this shaking? Lloyd, now's our chance. Let's take the Riards now! All right. Sir, this earthquake. Could a mana link have been broken? Possibly. Investigate the cause of this earthquake immediately. What shall we do about the Riards? It doesn't matter. Let them go. Our little friend can tell us where they are at any time. Unser kleiner Freund, was hat denn das jetzt zu bedeuten? Geht es? Oder vielleicht, bisher? Naja. Rayan der Steuerung. Oh ne. Ach, schon wieder so eine blöde Steuerung. Okay, mit links kann man rechts bewegen und oben nach unten und mit X vor. Alliance die Kamera zum Drehen. Und damit kann man absteigen. So Leute, das, was natürlich das Wichtigste in jedem JRPG ist, was man immer einmal haben muss. Man muss irgendwas zum Fliegen mal haben. So. Oh, sehr geil. Sehr geil. Yeah, wir cruisen. Denn wir cruisen. Wenn wir schmusen oder so. So, wir speichern jetzt erstmal. Das ist das Wichtigste. Boah. Also, der Kampf war... Ich fand... Moderat. Ich fand ihn jetzt echt nicht so hart. Ich hatte jetzt irgendwie... Weil, ja, Rebellen und so. Da dachte ich jetzt, dass der Kampf echt hart ist. Aber der... Also, bis auf diese eine Attacke, die uns halt fast instinkt getötet hat, war, finde ich, der Kampf jetzt richtig easy. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Also, gegen Volt hatten wir größere Probleme. So. Okay, es fliegt sich schon ein wenig besser hier als die als das Zeug hier mit den mit dem Boot. Apropos, wo ist das Boot? Boot! Wo bist du? Vermisse dich. Ich will diese Rayards gar nicht. Ach Leute, okay, aber jetzt oh! Was sehe ich denn? Was sehen da meine kleinen Äuglein? Eine Stadt? Cool. Ey, schaut euch das an. Die sind aber so fliegen, ohne sich zu bewegen. Sieht nett aus. So, Leute, hier ist eine Stadt. So, ich würde sagen, so würde ich mal. Sieh mal, boah, was sind das? So eine militärische Festung oder so. Gewöhnlich und lächerlich. Diese Abtrünnigen, so werden sie genannt, nicht wahr? Sie besitzen eine beeindruckende Technologie. Ihre Stützpunkte sind einfach unglaublich. Wenn man sich das Niveau dieser Technologie anschaut, so muss Kruxis eine noch höher entwickelte Technologie besitzen. Ja, wir müssen uns gut vorbereiten. Aber wir besitzen etwas, das sie nicht haben. Hä? Was denn? Liebe und Mut. Hey, Regal, denk bestimmt nicht an so etwas Gewöhnliches und Lächerlich. Gewöhnlich und lächerlich? Ach Leute, der Genius. Manchmal macht er doch einem gute Laune. So. Rup, es sieht so gut aus. Sieht so gut aus. Hier, alles zu viel und dann... Rup. Alle kommen aus Lloyd raus. So, was ist das hier? Flanoir. Gehen wir einfach mal rein. Kenne ich zwar nicht, aber sieht irgendwie schön aus im Schnee hier und so. Naja, erkunden wir das mal. Die Stadt des Winters Flanoir. Okay. Hübsch. Ein kleines Hündlein, das ist schon mal wichtig. Und ein Inn. Wir waren jetzt seit Ewigkeiten, seit zwei Bossfights waren wir nicht mehr in einem Inn. Respektabel, denke ich das. Oh, 500 Gold. Boah. Ziehen uns ab hier. Was ist los mit dir? Ich frage mich, ob es Colette gut geht. Wir können nur beten, dass es ihr gut geht. Ich schwöre, ich werde Colette retten. Es ist meine Schuld, dass Rodile sie mitgenommen hat. Ja, wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir müssen tun, was wir können. Ernsthaft und gewissenhaft. Ja.
Und das machen wir auch. Natürlich retten wir unsere Freundin Colette, ganz ehrlich. Colette, die haben wir schon mal gerettet, dann retten wir sie jetzt noch ein zweites Mal. Komm, langsam kommen wir in Übung, würde ich sagen. So, schauen wir uns mal in dieser kleinen Stadt um. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da überhaupt hin müssen, aber egal. Sieht immer schön aus. Winterliche Städte sind immer schön. So, gehen wir mal da hoch und schauen, was da so ist. Warte, was ist da? Was? Cool. Eiskulptur. Ein Yeti? Das soll ein Yeti sein? Sieht aus wie irgendwie eine Riesenente. Wunderkoch. Aha. Und ein Pac-Man. Was? Pac-Man? Pac-Man? Geil. Einfach ein Pac-Man. Warum ein Pac-Man? Keine Ahnung. Ein Pac-Man. Sehr gut. So, Grad gegen Material austauschen. Das können wir auch mal schauen. Was haben wir hier? Wir können Pelze nehmen. Wir haben so viel Grad. Ich habe die Dinger noch nie eingetauscht. Was sollten wir mal machen? Dann können wir Waffen hier schmieden. Können wir mal schauen. Was? Wir führen derzeit noch keine Anpassung durch. Was bist denn du für einer? So. Ich hab das damals. Eiskarte. So, schauen wir erstmal. Ausrüstung ist erstmal wichtiger gerade. Ein Duellhelm. Würde ich sagen, müssen wir nicht kaufen. Das kaufen wir. So, ach, verdammt, man kann ja mal alles gleich auswählen. Das vergesse ich immer. So. Der Wurstgeist. Nee. Wir haben echt schon richtig viele gute Sachen. Also finden wir schon immer. So, das Tomahawk nehmen wir mit. Die Eiskarte müssen wir nicht. Ja, okay, ich denke, das reicht sogar schon. So. Dann hier, haben wir jetzt eben. Nee, wir haben nämlich den Helm gekauft. So, warte, wir haben hier. Das gekauft und hier haben wir hier die Franziska. Auch ein cooler Name. Tomahawk. Tomahawk hat man. So, und ihr seid unser kleines Miau-Kätzchen. Expeditionen, Kartenstellung, unbekannte Gegenden, nicht gefundene Items, Monster. Leute. Na, keine Lust. Ich glaube, na, egal. Machen wir jetzt mal. So, eine Expedition anfordern. Machen wir mal nicht gefundene Items. Puh, 3700. Ja, von mir aus machen wir sogar 4000. Ich denke, das reicht. Einfach mal so, weil wir das ist jetzt die zweite Expedition, die wir machen. So, kommen wir uns das besser leisten. Und ich meine, wir bekommen ganz so viel Geld in den Kämpfen. Also ist das okay. Und ich muss mal schauen, hier bei Erfahrungsfähigkeiten. Ich wusste es doch, wir haben eine Erfahrungsgame 4 bekommen. Geil, oder? So, Immunität. Statuseffekte durch gegnerische Angriffe werden eventuell vermieden. Erhöht Basisattacken kommen in der Luft. Auf eine Spezialattacke folgt eine weitere Spezialattacke. Nett. Erhöht die Zeit, die der Gegner braucht. Die sind dagegen noch am angestaut. Ich würde Fähigkeit plus machen. Das hört sich geil an. Dann. Ich würde sagen, wir tun die Erfahrungsgame 2 raus und davon eine Erfahrungsgame 3 rein. So. Die Kombination mit anderen Erfahrungsfähigkeiten verändert die Wirkung. Ich würde sagen, ja, mach mal Combo plus eher. Combo plus ist wichtiger. So, okay. Gut. Denke ich, passt erstmal. Eine Erfahrungsgame 4. Cool. Die erste, die wir jetzt überhaupt haben. Trotzdem weiß ich jetzt nicht so ganz, ob wir wirklich in dieser Stadt was machen können bis jetzt, zumindest. Also irgendwas dort Relevantes. Was hast du hier? Giftblocker. Oh, 1000 Millionen Dinger. Brauche ich alles nicht. Oder warte, was war das letzte? Das sah irgendwie... Hier stand hier. Wow, um 30! Oh, okay, aber das kostet auch... Halt, das ist die Hälfte des ganzen Geldes, was wir bis jetzt gesammelt haben. Das ist mir schon ein bisschen zu viel. Ich will eigentlich gerade noch einen Shop, der Apfelgiele und so verkauft. Naja. Man kann nicht alles haben. So, wer bist du? Ganz ruhig. Was geschehen ist, der Rettung ist immer noch möglich. Wenn dein Herz schwer ist, beichte im Tempel. Jo, gib mir mal in den Tempel. Warum nicht? Was haben wir zu beichten? Außer, dass wir hier tausende von armen Kreaturen getötet haben. Dies ist die Flan- und Niederlassung der Kirche von Martell. Ach, die Kirche Martell. Die ist ja auch irgendwie nicht mehr so mit uns gut eigentlich zu stehen. Wir können die Lehren von Martell unabhängig von Wetter und Klima eines Ortes befolgen. Geh auf die Reise. Das ist ein guter Glaubensgrundsatz. Okay, hört sich gut an. So, oh, hier hat man voll die schöne Aussicht. Irgendwann habe ich das Gefühl, hier wird... ich weiß sogar, hier wird irgendwann mal eine Szene sein. Wenn ich mich ganz erinnere, ganz im Intro haben wir doch irgendwie eine Szene von so einer verschneiten Stadt gesehen, wo er und die Colette hier standen. Ich glaube, das könnte aus dem Ding sein. Also aus dem Intro da, was ich leider wegschneiden musste, da irgendwie ich das nicht zeigen darf. Weil es ja so schlimm und bla und blub und blieb. So, verkauft ihr keiner von euch hier? Du verkaufst doch sicher hier. Apfelgele, oder? Ah, cool, der verkauft echt welche. Verkaufen wir mal den Flan... Oh! Kaufen wir mehrere davon. Na, für 20 vielleicht nicht. Aber kaufen wir mal so... 3. So, du hast noch was zu essen. Ja, kaufen wir mal ein bisschen was davon. So.
damit mein Karl, damit der kleine Junge hier was hat. So, und wir haben eh genügend Geld. Also, wie gesagt, ich gebe das Geld ja eher ich nur also für maximal so eine Waffe alle 10 Stunden aus. Und ansonsten nur für Gele und so. So. Ihr seid auch erkältet, stimmt's? Fast alle meine Patienten leiden unter Erkältung. Warum nur? Das ist eine schwere Frage. In einer Stadt, die in einer winterlichen Gegend liegt. Entschuldigung. Habt ihr zufällig Celius Träne? Celius Träne? Was ist das denn? Celius Träne ist eine berühmte Eisblume von Flanor. Sie hat die geheimnisvolle Macht, alles zu Eis zu erstarren zu lassen. Zu Eis erstarren lassen? So was habe ich ja noch nie gehört. Ach so, wenn ihr sie findet, sagt mir bitte Bescheid. Ich zahle jeden Preis. Okay. Und seid vorsichtig, wenn ihr Celius Träne anfasst. Bei direkter Berührung erleidet ihr schwere Verbrennungen. Wie sollen wir sie dann denn pflücken? Es passiert nichts, wenn ihr mit Pinguinhandschuhen berührt. Fragt den alten Mann im Zubehörladen Schneewittchen danach. Hey, eine Blume, die alles zu Eis erstarren lässt, sowas behalte ich. Das ist doch richtig geil. Aber so, da ist ein Gegner, bäm, und dann wird er zu Eis. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir können leider jetzt erstmal nicht so viel machen in der Stadt. Puh, weil, ja, scheint ja nicht so viel zu geben. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz hier in den Shop und fragen nach diesen Handschuhen. Ansonsten denke ich, dass wir jetzt aber erstmal nicht so viel machen können. Ist das der Shop, Schneewittchen? Ich hoffe, wir haben schon. Ihr fragt nach Pinguin-Handschuhen. Pinguin-Handschuhe sind schöne, warme Handschuhe. Auf den Federn von den Pinguinisten, die in den Eishöhlen hausen. Lass mal sehen. Wenn ihr 3 Pinguinisten-Federn hättet, könnte ich euch ein paar machen. Okay, dann müssen wir sammeln. Werden wir vielleicht machen. Eher nicht. So, keine Ahnung. Entschuldige mich kurz. So, musste nur kurz was trinken, weil... Ach, Durst. So, ja. Also, ich weiß es nicht. Ich denke eher, dass wir in dieser Stadt noch nicht so viel machen können. Aber immerhin haben wir sie mal erkundet kurz, haben ein paar schöne Sachen gekauft und sind nun viel glücklicher. Wir können theoretisch jetzt noch diese Pinguin machen, aber das ist nicht so wichtig. Ja. Ich denke, wir können jetzt uns wieder auf unsere Rayard schwingen und einfach mal, ein paar Orte bereisen, wo wir schon mal waren. Zum Beispiel, Dings da, Alestas, da waren wir schon lange. Zu dem wollten wir wahrscheinlich auch nochmal hin und mit dem können wir theoretisch nochmal reden, so. Okay. Auf nach oben. Können wir eigentlich nochmal zu der Basis von denen hingehen? Würde mich gerade mal interessieren, weil, wer weiß, hallo, wir haben unsere Rayards geklaut. Nett, oder? Ich frage mich mal, was mit unseren alten Rayards ist. Warum könnten wir die nicht benutzen? Das verstehe ich immer noch nicht. So, was zur Hölle ist denn das? Altamira. Was zur Hölle ist denn das, Leute? Das ist ein riesiger Stein oder so. Ich habe keine Ahnung. So, landen bitte. Okay, gehen wir dahin. Keine Ahnung, was das ist, aber sieht irgendwie cool aus. Paradies am Meer, Altamira. Okay, nett. I'm sorry, but I'm going to wait here. What's up? Won't say why, huh? Well, you don't want to talk about it? That's your business. Lloyd, let him do what he wants. All right, we'll catch you on the way out. Okay, cool. Also, Regal, ich schätze mal, dass das die Stadt vielleicht, wo er eben sein Verbrechen getan hat und deswegen eben, ja, verbannt wurde oder vielleicht gesucht wird oder irgend sowas. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Für noch gar nie. Ich will doch nur kurz einen Item-Shop haben. Warte, du bist ein Item-Shop, oder? Item-Shop? Willkommen! Okay, nein, du musst mir nichts über das tolle Hotel erzählen. Puh, hier ist ja auch nichts, Leute. Ich bin ja gerade ein bisschen enttäuscht. Eine Sache habe ich aber noch, die mir gerade auffällt. Ich glaube, das Hotel ist das, also was wir hier gesehen haben. Nee, aber das fällt mir gerade auf. Als ich offscreen diese hässliche Insel gesucht habe, nicht die Insel, diese Mine da, also ihr erinnert euch ja sicher noch, da habe ich ja ewig lang gesucht, bis ich einen Weg zu dieser Mine finde, da habe ich eine fliegende Insel gesehen. Und mir fällt gerade so auf, was haben wir uns überlegt? Verlass die alte Mine? Ja. Ja, gut. Okay, irgendwie hat er keine Lust auf die Stadt. Das fällt mir gerade mal auf, Leute. Also, dass wir eine fliegende Stadt haben, denke ich, ist kein Zufall, dass wir diese Rayards jetzt bekommen haben. So.
Wir müssen aber bald hoffen, ne? Wollen wir da noch hingehen? Oder wollen wir erstmal anders hingehen? So, wir können uns ja einfach cruisen einfach mal durch die Welt. So, das ist der Turm des Heils, wenn ich das hier richtig sehe. Damit können wir mit unseren Rares nicht hinfliegen. Aber können wir da landen? So, schauen wir mal, ob wir da reingehen können. Ich bezweifle es. Jo, können wir nicht. Verstehe ich eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir da reinkommen, weil da unser Auserwählter ist ja sogar dabei. So, da ist Mizu, oder? Boah, wir waren ja voll nah hier an der Stadt, an dem Turm dran. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So. Okay. Ach Leute, mit unseren Rayards ist es ja viel leichter hier einfach. So. Ich möchte aber jetzt trotzdem mal zu unserem Zwergen-Ding da. Zwergen-Freund hier. Obwohl er eigentlich nicht unser Freund war. Er hat uns ja irgendwie nicht geholfen, aber egal. So. Bei dir gesagt, kommt später nochmal wieder und dann komme ich später nochmal wieder. So. Ich finde es aber gerade nicht. So, hier irgendwo war das schon, ne? Da ist Ozette irgendwo. Da müsste Ozette sein hier. Was? Zwerg. Wo bist du? Er ist so klein, der Zwerg, den findet man einfach nicht. So. Fliege ich ganz woanders hin? Ich finde irgendwie, sieht so cool aus. Einfach, Dings da. Leute sieht aus, als würde fahren. Plastia auch. Und Genis und Zenos sehen einfach so aus, als würden sie auf den Dingern stehen. Einfach so. So, da ist Mizu. Der muss hier irgendwo Ozette sein. Oder auch nicht. Ich finde das jetzt echt nicht. Das ist ja grausam. So. Das muss doch hier irgendwo sein. Da. Das ist nochmal eine Stadt. Was für eine Stadt ist das? Süberg. Ach so. Ja, Süberg. Ich will doch nicht nach Süberg. Ah. Da kam. Da wollten die Monster mich hier schon wiederholen. So. Hier geht es zum Wald rein. Dann irgendwo. Das ist die Brücke. Da. Ah, okay, jetzt habe ich es gefunden. So. Landen und dann gehen wir hier mal rein. Schauen wir mal, ob der liebe Altessa noch irgendwas zu sagen hat. Und die, wie sie nochmal, die Tabitha, glaube ich, hieß sie, dieser Roboter, Engel, Viech, Monster. Wie auch immer. Hallo? Lloyd, willkommen! Was riecht dir so gut? Ich habe Curry zubereitet. Oh, das ist Curry? Isst du gerne Curry? Soll ich dir das Rezept geben? Würdest du? Danke. Hier ist das Rezept. Gelernt, wie man ein Curry zubereitet. Sehr cool. Und hier sind die Zutaten. Curry erfordert 3 Zutaten. Reis, Zwiebeln und rotes Satay. Zutaten für Curry halten. Danke, Tabitha. Bitteschön. Mehr hat sie jetzt nicht zu sagen, oder? Doch. Lloyd, willkommen. Ach, hallo, Tabitha. Was führt dich heute zu uns? Nichts Besonderes eigentlich. Ihr habt diesen weiten Weg auf euch genommen, um uns zu besuchen? Da müssen wir euch doch etwas Gastfreundschaft entgegenbringen. Nein, das ist schon in Ordnung. Macht ihr keine Umstände, wir bleiben nicht so lange. Dann nehmt dieses kleine Aufmerksamkeit. Ein Erfahrungsgemisch Stufe 3. Alten, Metallsphäre. Zwiebel. Ex-Fair-Fragment. What the hell? Was ist das? Der Meister hat inzwischen alle deine Schrödel gefunden. Könnt ihr es brauchen? Ich bin mir sicher, aber was ist das? Aber wir nehmen es, danke, Tabitha. Bitteschön. Die ist irgendwie immer ganz sympathisch. Kannst mir gerne noch mehr Zeug geben, so. Aber zum Zweck kommen wir nicht runter, oder? Der heißt uns nicht so freundlich willkommen hier, oder? Obwohl wir jetzt hier sogar die Prozesse gerettet haben. Lass mich durch. Ja, der ist nicht so sympathisch. Aber die ist ja cool. Okay, ein Ex-Fair-Fragment. Ich schätze mal, irgendwann können wir unseren eigenen Experten herstellen, so wie es scheint. Naja, Leute, ich denke, wir können jetzt erstmal einen kleinen Cut machen. Im nächsten Part werde ich dann mal versuchen, diese Stadt in dem Himmel zu finden, weil ansonsten weiß ich jetzt leider echt nicht, wo es lang geht. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mit hier Tales of Symphonia Chronicles. Und bis dann, euer Demzimmerfix. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.